Was soll jetzt noch ein Super Saiyajin Stufe 4 da machen, bitte? Was soll da besser sein dran? Ich weiß es nicht. Schau's dir an, Alter! Schau's dir an! Wie alles wegfickt einfach! Jetzt zerfickt halt einfach alles über! Wie geil es ausschaut, einfach! Alter, die silbernen Haare! Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich mal ein bisschen was anderes und zwar habe ich gehört, dass heute was in der neuen Dragon Ball Folge passieren soll. Wahrscheinlich wird Son Goku den Ultra Instinct meistern und ich habe mir gedacht, ich glaube, wir nehmen das live auf und schnippeln das zusammen. Ich bin gespannt. Satisfaction. Es erinnert mich immer noch an diese Kung Fu Hustle Szene. I can't get no satisfaction. Jeder wurde so dahergefickt einfach. Ultra Instinct, Motherfucker! Ja, wir gucken uns minutenlang an, das kennen wir ja von Dragon Ball. Wie geil dieser Ultra Instinct einfach ausschaut. Das sieht so geil aus, finde ich. Ich dachte, man kann sich noch geiler machen, aber das ist so geil. Bam, bam, bam. Ja, eigentlich, logischerweise könnt ihr ja schon ewig keiner mehr die Kämpfe sehen. Ne? Das ging ja schon bei Buu so los. Oh. Alter, die Stimme dazu, Alter. Voll die tiefe Stimme mit am Start, ne? Bäm! Alles explodiert. Wo wollen die noch kämpfen, Mann? Oh shit. Alter, was Kamehameha zerfickt, Alter, ich glaub's ja nicht. So, weißt du, er muss nicht mehr Kamehameha sagen, er macht einfach alles weg. Toaster! By the way, die längsten 3 Minuten Kampf in der Geschichte von Dragon Ball neben Namek. Oh, wieder am Arsch, Alter. Das ist eh übel. Ich frage mich, wo er die ganze Zeit immer wieder die Energie hergenommen hat. Klar, hatten wir Vegeta noch mal ein ganz kleines bisschen, aber der war ja auch schon vorher am Arsch, noch Energie gegeben, aber eigentlich ist es jetzt mal rum langsam mit der Energie. Weißt du, du kannst nicht immer wieder Energie aus dem Nichts ziehen, finde ich. Wie kann man nur so ein langes Wort dafür benutzen? Völliger Unsinn. So ist es, Saiyajins ficken alles. Wir sind zwar nicht die hellsten, aber die stärksten. Jetzt hat er ihn. Jetzt hat er Ultra Instinct. Und er hat Ultra Instinct gemeistert, oder? Zeig's uns, Goku! Jetzt. Alter, boah, sieht das geil aus. Da gehen die Bewegungen nach oben. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Oh, der zerstört die ganze Welt, Mann. Zack, er macht die Augen zu. Habt ihr das gesehen? Er hat die Augen zugemacht dabei. Jetzt. Bam, 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 bam. Er braucht schon Augen. Bam, 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 bam. Was ist das denn für eine Attacke, Alter? Schockwelle seiner Fäuste. Ah, okay. Der Boden unter den Füßen wird ihm geraubt, sozusagen. Das ist ja krank gerade. Man sieht es halt nicht mal, wie er schlägt, so, weißt du? Bam, 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 Alter, aufs Maul. Oh, das erste Mal, dass es richtig, richtig krass gehittet wurde. Dieser Stimmverzerrer ist einfach so übel, Alter. Schlürft er wieder Nudeln? Wie er lächelt, Alter, wie er lächelt. Alter! Jetzt rasten sie komplett aus. Dieses Lied dazu ist einfach so episch immer. Jetzt, jetzt! Alter! Wie? Wie jetzt? Hey, fliege! Wo kommst du denn her?
Jetzt ist es soweit, Alter. Schau ihn dir an. Was soll jetzt noch ein Super Saiyajin Stufe 4 da machen, bitte? Was soll da besser sein dran? Ich weiß es nicht. Schau's dir an, Alter. Schau's dir an, wie er alles wegfickt einfach. Er zerfickt halt einfach alles. Hey, ich frage mich aber, wie die an die nächsten Kämpfer ausschauen sollen. Soll er immer so mega leuchten oder was? Oh, oh. Das hat so ein bisschen was von diesen Samurai-Schwerterkämpfen. Wo die so noch zack. Oh, wie krass er leuchtet einfach. Er hat's erreicht. Übel! Wie geil es ausschaut, einfach! Alter, die silbernen Haare. Fuck you! Ich will eine Figur von dir! Ich will eine Figur von dir! Das war's mit der Folge. Ich will eine Figur von dem Ultra Instinct. Alter, das sieht ja so geil aus. Also der davor sah ja schon geil aus, aber der sieht ja mega geil aus. Jetzt bin ich gespannt, wie es in der nächsten Folge ausgeht. Aber der gewinnt. Was sonst? Hey, Jiren hat doch gar keine Chance gegen Ultra Instinct, ey. Wie schaut's aus? Hat's euch gefallen? Was denkt ihr, wer am Ende gewinnt? Schreibt's gerne mal oben hier, dann könnt ihr abstimmen. Da irgendwo. Ja, hat euch das gefallen? Soll ich auf andere Anime-Situationen mal gerne reacten? Dann lasst es mich wissen. Oder es gibt auch zum Beispiel von Dragon Ball so YouTube-Kack-Style. Sowas mal machen? Also vielen Dank, dass ihr mit zugeschaut habt. Vergesst nicht, unten Instagram ist der Link und auch liken und Abo dalassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt mal, was ihr von der Folge gehalten habt. Ich freue mich schon, mit euch in den Kommentaren zu diskutieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sayonara! Ciao!